Also Stefan Kubek ist natürlich ein Spieler, der hat das Potenzial, einmal die Nummer 1 der Welt zu werden. Er hat Kitzbühel viermal gewonnen, er hat die Stadthalle dominiert, er hat Roger Federer geschlagen. Er trifft morgen im Semifinale auf einen ganz starken Mann, nämlich Novak Djokovic, den Serben. Und er wird wahrscheinlich auch dieses Match gewinnen. Also Stefan Kubek ist momentan in Topform. Und er wird wahrscheinlich auch mit Ende des Jahres unter den Top 5 der Welt sein.